Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mal ein paar Dinge ausprobieren, die jetzt neu bei mir eingezogen sind, teilweise auch aus neuen Limited Editions oder so. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Als erstes möchte ich mal starten mit dem Primer von Becker, First Light Priming Filter. Das ist ja aktuell in meinem Probenprojekt drin und den trage ich jetzt erstmal auf mein Gesicht auf. Und er ist einfach, ja, lavendelfarben. Riecht noch nix und hat so ganz leichte Schimmerpigmente mit drin. Jetzt riecht er so langsam ein bisschen frisch und der ist sehr wässrig. Ah, ich habe mein Haarreif vergessen. Sag doch was. Also der zieht schnell ein. Und der verleiht der Haut auf jeden Fall so einen etwas kühlen Glow-Unterton. Jo. Jetzt brauchen meine Lippen mal ein bisschen Pflege. Da habe ich hier aus der Rival de Lupe Young Superfruits Edition den Lip Balm von der lieben Jana im Tauschpaket gehabt. Das mit Erdbeer. Hat aber keine Farbabgabe. Also im Pöttchen sieht es rot aus, aber auf den Lippen ist es einfach ein Lip Balm. Der ist relativ fest. Also ich persönlich bin eher Fan von richtigen Lip-Balsam, die du dir einfach mit dem Stick auftragen kannst. Ich bin da einfach faul. Ja, aber das fühlt sich schon mal ganz pflegend an. So, als nächstes habe ich auch in meinem Probenprojekt von Eborian Korean Skin Therapy DCC Cream. High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector. Mit Lichtschutzfaktor 25. Gut, wir haben jetzt hier aktuell Schiedwetter. Es ist echt kein Sommerwetter aktuell. Und da brauche ich eigentlich keinen Lichtschutzfaktor. Das kommt aus Südkorea. Finde ich sehr interessant. Das ist in der Farbe Clear. Und das sieht total interessant aus, weil es ist weiß und hat so Punkte da drin, die sich dann wahrscheinlich zu Farbpigmenten entwickeln. Das testen wir mal hier auf dem Handrücken. Sehr cremig. Ja. Und es nimmt dann quasi eine Farbe an. Es ist dann wahrscheinlich so, dass es sich dem Hautton anpasst. Oh, und das riecht schön. Das riecht richtig schön. Das riecht nach Sonnencreme, Leute. Und das hat einen leichten Glow. Jo, gucken wir mal, ne? Solche Produkte gebe ich mir sehr gerne. Erstmal wie so Schnurrbarthaare auf. Ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Spleen. Und ich glaube, dass ich das erstmal mit den Fingern verteilen muss. Ich glaube, ein Pinsel wird das hier nicht so richtig machen. Und dann gehe ich nachher mit einem Schwämmchen drüber. Mal gucken, ob das hier unten meine Rötung abdeckt. Denn CC steht ja für Color Correcting. Und das heißt, es müsste eigentlich jetzt nicht so eine richtig krasse Foundation werden, sondern einfach nur die unterschiedlichen Hautverfärbungen in ein ebenmäßiges Bild bringen. Es fühlt sich jetzt beim Verteilen auf jeden Fall richtig cremig an, wie eine ganz normale Tagespflege, würde ich jetzt schon sagen. Und dann gebe ich mir noch ein bisschen... Ah, manchmal, ne? Sollte man das Ding erstmal aufdrehen, bevor man versucht, was rauszudrücken. Ja, auf meinen Hals. Auch wenn ich jetzt keinen großen Farbunterschied habe, aber da das halt auch irgendwie so ein pflegendes Gefühl hat, möchte ich natürlich auch meinen Hals mitpflegen. Ich habe natürlich heute Morgen auch eine Tagespflege benutzt, eine Augencreme und vorher mein Rosenwasser. Natürlich, natürlich, Leute. Das ist halt immer so die Grundvoraussetzung, was ich morgens halt mache. Das ist immer das Erste, wenn ich im Badezimmer stehe, was passiert. Nach dem Zähneputzen natürlich. Ja, also die CC Cream hat tatsächlich genau das gemacht, was halt draufsteht, nämlich Color Correcting. Mehr nicht. Und das ganz, ganz leicht. Also das ist jetzt wie eine ultraleichte Foundation und verbindet sich gut mit der Haut, kann man schön über der Tagespflege verwenden, wenn man eine ganz, ganz, ganz leichte Deckkraft haben möchte und ultra natürlich aussehen will. Aber ich hole dich mal ein bisschen näher ran, dann kannst du mal schauen, wie das von der Nähe aussieht. Aus der Nähe sieht man auf jeden Fall, dass der Primer auch durchkommt, dass wir einen leichten Glow haben. Wobei auch die CC Cream einen leichten Glow abgibt, ne? Und es ist also hier nichts abgedeckt. Ich habe hier eine Rötung im Endstadium und eine Rötung im Anfangsstadium. Also ja, also das ist einfach eine ganz leichte Geschichte, auch am Hals, ne? Du siehst hier auch keine Ränder oder sowas. Es ist einfach jetzt mit der Haut verschmolzen und hat eine minimale Deckkraft drüber gegeben.
ja, ist halt für den Alltag sehr schön, aber wenn man jetzt einen Make-up-Look schminken möchte, ein bisschen, da hätte ich gerne mehr Deckkraft gehabt. Das heißt, das werde ich jetzt im Alltag verwenden, das Produkt, aber halt nicht, wenn ich jetzt wirklich mich schminken möchte. Ja, aber von der Farbe her ist es halt mein Hautton, ne? Weil das passt sich dem Hautton ja an. Ja. Geht. Kann man machen. Da mir die CC Cream natürlich nicht genug Deckkraft gegeben hat, werde ich jetzt hier, das habe ich auch aus einem Tauschpaket von der lieben Lea, glaube ich, von Rival de Lubiang die Concealer-Palette verwenden, um eben meine Rötung entsprechend abzudecken. Und das finde ich auch sehr freundlich, dass hier wirklich genau draufsteht, was welche Farbe macht. Hier ist so ein Spoolie mit dabei, den verwende ich aber nicht. Ich habe hier von Wet n Wild einfach so einen ganz flachen, eng festgebundenen Pinsel. Und ja, hier steht ja auch, das Grüne kaschiert Rötung. Und das gebe ich mir doch jetzt einfach mal auf meine Rötung drauf. Da diese Foundation oder die CC Cream, die ich jetzt verwendet habe, nicht wirklich abdeckt, würde es wenig Sinn ergeben, wenn ich die jetzt hier drüber gebe. Deswegen versuche ich mir hier auch diesen Orangeton einfach über das Grüne nochmal drüber zu geben. Und guck mal, ob das funktioniert. Ansonsten werde ich mir einen Concealer oder sowas nehmen. Aber das geht ganz gut. Ja, ein bisschen sind sie abgedeckt und es schimmert auch noch leicht grünlich durch. Aber das ist nicht schlimm, da werde ich nachher Puder drüber geben, dann wird es das auch wieder ausgleichen. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass dieser Orangeton sich mit meiner Haut verbindet, weil ich habe eigentlich nicht so diesen Orangeton in meinem Gesicht, also in meiner Haut. Das ist sehr interessant, was solche Color Correcting Paletten manchmal so treiben. Aber Mr. Fred hier ist jetzt nicht hundertprozentig abgedeckt, aber das ist nicht schlimm. Wir machen heute ein leichtes Make-up, habe ich gerade mir gedacht. Dann bleiben wir jetzt doch einfach mal bei dem ganzen Dezenten und dann nehme ich hier von Becca den Under Eye Brightening Corrector. Den habe ich hier in der Farbe Light to Medium. Habe ich mir letztens erst bei Douglas geholt und der schaut so aus. Und den möchte ich mir einfach unter meine Augen geben. Nehme ich mir doch den Pinsel von eben und mache den ein bisschen sauber. So, und dann gebe ich den einfach hier unter meine Augen mit dem Pinsel. Der ist sehr fest in der Textur. Aber der kaschiert auf jeden Fall. Huiuiui. Und tappe ich den eben mal mit meinen Fingern ein. Ja, da geht wohl was ab. Dann die andere Seite auch noch. Weil ich habe mir gedacht, erst wenn ich alle cremigen Texturen jetzt drauf habe, gehe ich danach nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen drüber. Damit sich alles halt auch verbindet. Das hält auf jeden Fall auf. Also, wenn ich das jetzt gerade im Display sehe, denke ich mir echt gerade so, wow. Okay, jetzt nehme ich mir, Entschuldigung, ich finde es gerade ein bisschen witzig, ein angefeuchtetes Amber-Schwämmchen und gehe einfach mal komplett über alles drüber. Ja, von der Base sieht das echt so aus, als hätte ich nichts auf dem Gesicht. Ne? Ich habe jetzt im Prinzip nur so ein bisschen aufgehellt unter den Augen, Farben korrigiert und es sieht sehr, sehr, sehr natürlich aus. Also wer natürliches Finish möchte, kann wirklich mit diesen Produkten, glaube ich, sehr gut arbeiten. Ja, also ich glowe hier vor mich hin und habe wirklich ein natürliches, sehr, sehr gesundes Hautbild und das gefällt mir ganz gut. Jetzt muss ich das aber erstmal setten, damit auch wirklich alles an Ort und Stelle bleibt, weil das wäre ja schade, wenn sich woanders hin bewegen würde. Setten möchte ich die ganze Geschichte mit dem By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Da bin ich aktuell dabei, das so ein bisschen aufzubrauchen und deswegen kommt es jetzt auch etwas häufiger in meinen Videos vor. Das gebe ich mir zunächst einmal hier in den Deckel rein. Das ist halt so ein loses Puder. Ich finde es halt schön, ja, aber man muss enorm aufpassen, dass man nicht zu viel davon verwendet, weil man sehr schnell weiß dadurch wird. Ich hatte das letztens bei meinem Wet n Wild Look. Da habe ich auch Fotos, so Nahaufnahmen von meinen Augen gemacht. Da war es auf einmal sehr, sehr weiß, auch wenn es im Tageslicht nicht so aussah. Das fand ich ein bisschen blöd. Und da muss man einfach aufpassen. Ansonsten, es staubt halt sehr, es ist halt enorm weich und fein. Also unter den Augen mache ich das hier mit so einem extra Pinselchen dafür, damit ich auch wirklich dafür sorge, dass sich dann nichts in die Fältchen verzieht. Und dann nehme ich einen etwas größeren Pinsel und pudere mein komplettes Gesicht einmal ab. So, jetzt haben wir alles soweit gesettet und fühlt sich jetzt auch alles sehr schön miteinander verschmolzen an. Dieser Under Eye Brightening Corrector macht den Weichzeichner-Effekt? Ich weiß es nicht. Also mir wird es hier so ein bisschen fehlen. Da hätte ich jetzt mir ein bisschen mehr Deckkraft gewünscht. Also
Naja, also für den Alltag ein gutes Produkt, aber jetzt nichts, was ich für ein Fullface jetzt nehmen würde, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt wirklich normal schminke. So. Weiter geht's mit dem Bronzer, auch aus der Rival de Loop Young Superfruits LE. Bronzer mit Kokosöl, den habe ich auch von der lieben Jana bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, passend für helle und dunkle Hauttypen, in welcher Farbe der ist. Der riecht angenehm und ist einfach riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm sind. 22 Gramm Bronzer. Also hast du den, brauchst du, glaube ich, nie wieder einen anderen. So, Jana, wieder dein Spiegel. Dafür nehme ich hier den Pinsel, der auch aus der LE kommt, und trage mir damit den Bronzer auf. Ich möchte einmal kurz reingehen. Oh, der ist so weich, ne? Das ist so wundervoll. Der sieht echt toll aus. Huch! Ups! Ups, 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 ups. Der, ja. Den verblenden wir erstmal wieder. Aber der lässt sich schön ausblenden. Ups! Ich habe den Pinsel abgeklopft, ne? So ist das nicht, aber doch, das passt schon. Claudia, was machst du da? Blödsinn, Blödsinn. Vorsichtig reindippen. Der ist ordentlich pigmentiert, also da, ui, ui, ui. Aber der ist so schön, wow. Die Farbe ist schön. Aber dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen zu viel aufgetragen habe, wirkt der ein bisschen fleckig. Lasst euch daran bitte nicht stören, der ist nicht fleckig, ich habe nur gepatzt. Der ist aber echt schön. Der wärmt das Gesicht wundervoll auf und der hat einen schönen Ton. Also das ist jetzt nicht irgendwie gelbstichig oder so, das ist einfach so ein schöner aschiger Unterton. Gefällt mir unheimlich gut. Jana, eine wundervolle Empfehlung, der Bronzer ist richtig toll. Alto Belly, das gefällt mir einfach richtig gut. Oh. Ich will am liebsten noch mehr Bronzer auftragen. Überall. Das ist so hübsch. Ich mag den. Oh, der ist richtig klasse. Ja. Zeit für ein bisschen Blush. Da habe ich aus einem Trash-Paket den Love Blush mit Blurring Blush in der Farbe 030 Beautiful Minds Empower Other. Das sind ja lange Namen. So sieht der Blush aus. Oh, der fühlt sich auch schön weich an. Ja, der ist auch sehr dezent, ne? Und hat einen schönen Schimmer drin. Oh, da stehe ich ja zurzeit so drauf, ne? Hat auch ein Spiegelchen mit im Deckel und den trage ich mir auf mit diesem geilen Pinsel von Fräulein B. Den hatte ich letztens in der Box mit drin. Oh, der ist so schön weich. Gehe ich hier mal rein, klopfe ein bisschen ab und trage mir den Blush hier mal auf. Sehr dezent. Und ich finde, dadurch, dass da relativ wenig Farbe von abkommt, du aber so ein leicht, ganz leicht, ne, lila Unterton hast, wirkt es ein bisschen schmutzig. Also nicht fleckig oder so, sondern schmutzig, weil die Farbe halt nicht so gut passt. Schwierig. Gut, man kann sich damit jetzt nicht unbedingt overblushen, aber overschimmern. Aber erstmal zu wenig. Das heißt, der wird weiter wandern. Der kommt in meine Aussortiertkiste, in meine Grabbelkiste für meine Ladies. Da können die sich dann dran erfreuen, sage ich mal, und schauen, ob die den entsprechend haben möchten. Ja, es ist mir zu wenig, ne? Also ich hätte gerne mehr Blush. Man sieht ihn kaum. Man sieht halt nur den Glanz, den Schimmer, den Glow. Was halt positiv ist, du hast hier keine groben Glitzerpartikel oder sowas. Aber ich finde, gerade wenn du jetzt zum Beispiel eine unreine Haut hättest oder so, dann müsstest du höllisch aufpassen. Ne? Der schimmert ganz extrem. Partikelgröße der Glitzerpartikel ist tatsächlich grenzwertig. Für mich wäre es noch okay, aber die Farbe ist einfach mir zu wenig. Ne? Ich brauche bei Blush halt wirklich einen Blush und nicht dezent. Nee. Weiter geht die wilde Reise mit den Augenbrauen. Ich muss übrigens sagen, durch das Rizinusöl sind meine Augenbrauen echt toll geworden. Ich freue mich und ja, dichter kriege ich sie wahrscheinlich nicht, aber das ist schon ein enormes Ergebnis und ich freue mich ultra. Ich kann es euch nur empfehlen. Für die Augenbrauen verwende ich hier von Max & More, das ist von Action, einen Augenbrauenstift. Der hat hier einen Spoolie und hier oben einen Stift mit Anspitzer. So, jetzt kommen wir zu den Augen. Dafür verwende ich gleich erstmal den MAC
Paint Pot in der Farbe Soft Ochre. Und ja, das verwende ich quasi als Lidschatten Base. Und dann die Maybelline New York Lemonade Craze Palette. Die habe ich auch von der lieben Jana bekommen. Den Paint Pot trage ich mir erstmal mit einem flachen, streng gebundenen Pinsel auf meinem kompletten Auge auf. Ja, der ist ein bisschen zäh, aber der macht auf jeden Fall hier eine schöne Base, eine schöne klebrige Basis für den Lidschatten-Look. Und meine ganzen kleinen Äderchen, die ich hier so habe, werden einfach weggesmoost. Aber ich finde ihn schon sehr, sehr trocken. Das muss man sagen. Die Farbe Cher B verwende ich zum Setten meines kompletten Lides, Auges. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, ne? Entspricht ziemlich genau der Farbe von dem MAC Paint Pot. Sweet Tea kommt in meine Lidfalte als grober Lidschatten-Baseton quasi rein. Und da ich ja hier mit meinem Schlupflid unterwegs bin, mache ich das auch gerne ein bisschen mehr nach oben hin. Einfach um dem Auge ein bisschen mehr Dimension zu geben und damit man halt auch wirklich den Lidschatten-Look sieht, wenn ich mein Auge ganz normal offen habe. Mit der Farbe Ice Pop wird einfach mal die Lidfalte ein bisschen vertieft. Das mache ich hier mit einem festgebundenen Blendepinsel. Oh ja, die Farbe ist gut pigmentiert. Die Farbe Lemonade Craze gebe ich mir tatsächlich außen, ich guck mal, irgendwie auf mein Lid. Ja. Da kommt was, Leute, da kommt was. Hätte ich nicht gedacht, dass die Farbe so krass pigmentiert ist. Ich ziehe die auch wirklich unter dem Ice Pop so ein bisschen noch drunter her, um das Ganze einfach miteinander zu verblenden. Die Farbe Coral Punch gebe ich mir innen auf. Das ist ein sehr, sehr dezenter Peachton, den ich jetzt hier innen einsetze. Und auch der wird wieder hier verblendet. Also da brauchst du nicht die Pinsel anzusprühen, die Pigmentierung, die schreit förmlich, dass sie da ist. Also damit kannst du ganz einfach einen richtig krass sommerlich schönen Look schminken. Das gefällt mir unheimlich gut. Fallout ist auch noch nicht zu vermerken. Die Farbe Strawberry Lemonade gebe ich mir hiermit auch ebenfalls einem sehr festgebundenen Pinsel auf mein Zentrum. Und wegen meinem Schlupflid ziehe ich mir die Farbe immer noch ein bisschen mit nach oben. Das finde ich schön. Das sieht aus wie ein Sonnenaufgang. Ich mag das richtig gerne. Ich könnte jetzt tatsächlich außen noch ein bisschen dunkler werden. Und ein bisschen dunkles, ja, gebe ich mir tatsächlich gleich noch in den Look mit rein. Vorher möchte ich aber ganz gerne die Farbe Citrus als Inner Corner Highlight und als Augenbrauen Highlight aufgeben. Also als Augenbrauen-Highlight funktioniert die wundervoll. Als Inner Corner-Highlight ist es mir ein bisschen wenig. Deswegen versuche ich es nochmal mit Main Squeeze darüber. Da kommt auf jeden Fall mehr, ist aber halt ein gelbstichiger Ton. Mit einem fluffigen, sauberen Blendepinsel verblende ich hier mal so ein bisschen die Kanten. Und dann nehme ich diesen Old-Fashioned-Ton und gebe ihn vorsichtig abklopfen. Unter meinen unteren Wimpernkranz. Ziehe den auch so ein bisschen mit nach oben. In den Look hier oben mit rein. Nach vorne lasse ich den so ein bisschen softer werden. Damit es nicht zu heftig wird. Und nach oben hin tupfe ich das so hoch. Dann wird es ein bisschen dunkler hier oben. Aber auch nicht zu extrem, ne? Dass er mir jetzt quasi das Farbschema oben zerstört. Das möchte ich ganz vorsichtig machen, weil ich mag eigentlich dieses Gelb auch hier im Außenwinkel. Nochmal vorsichtig verblenden. Vielleicht ein bisschen Sweet Tea auf den Pinsel. Und nach oben hin so ein bisschen verblenden. Ganz dezent mache ich das, ganz vorsichtig. Nur, dass die Kanten halt ein bisschen softer sind. Mir das aber meinen Look nicht zerstört. Und ich gebe mir hier noch ein bisschen Lemonade Craze hin. Dieses Gelbe. Damit mir das nicht zu sehr verschwindet. Das sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, aber es fehlt hier noch der Eyeliner und die Mascara. Da kommt ja noch was.
Auf jeden Fall eine richtig geil krasse Palette. Die finde ich super. Das ist eine super schöne Sonnenaufgangspalette. So, erstmals hätten wir mein Gesicht. Dafür nehme ich hier von Urban Decay den All Nighter. Den habe ich ja von der lieben Suna bekommen. Dann verwende ich einen Eyeliner und zwar von Catrice, den Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner 24 Stunden. Der hat tatsächlich eine ganz feine Spitze. Nicht perfekt symmetrisch, aber er sitzt und man kann da wirklich präzise mitarbeiten. Das, was ich jetzt gerade bemängeln muss, ist, dass ich den Eyeliner auf dem Auge spüre. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen antrocknen und dann gucke ich mal, ob ich ihn immer noch spüre. Weil ich mag das eigentlich nicht, wenn ich merke, dass ich einen Eyeliner drauf habe. Dieses ziehende Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist, ne, das ist immer ein bisschen schwierig. Ebenfalls aus der Superfruits LE von Rival de Lubiang von der lieben Jana habe ich hier die Mascara mit Himbeerextrakt. Die hat ein Gummibürstchen. Die Mascara mit Himbeerextrakt trennt die Wimpern perfekt dank präziser Bürste und sorgt für sichtbare Verlängerung. Schauen wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, die Mascara kann was. Die gefällt mir. Die macht wirklich eine schöne Länge in die Wimpern rein und trennt die Wimpern auch. Also ich trage Mascara ja immer in drei Schichten auf und die macht ein gutes Bild. Volumen hast du jetzt nicht wirklich dafür. Also die verdichtet die Wimpern jetzt nicht irgendwie, aber sie macht auf jeden Fall Länge und sie macht richtig tolle Wimpern. Gefällt mir. Muss ich echt sagen. Also das zaubert mir einen schönen Augenlook und das rundet das Ganze echt toll ab. So, als nächstes nehmen wir jetzt die Highlighter-Palette und zwar von Becca, die Après-Ski Highlight-Palette. Habe ich mir gegönnt, weil sie, ich glaube, 50% reduziert war. Bei Douglas gibt es aber nicht mehr. Leider, leider. Sonst hätte ich euch die jetzt auch auf jeden Fall verlinkt, aber sie ist dann echt schnell ausverkauft gewesen, als sie reduziert war, weil 50% auf eine Becker-Highlighter-Palette, da stürzen sich die Leute ganz schnell drauf. So sieht sie aus und sie wird wahrscheinlich mega schnell dreckig werden. Und hier haben wir die verschiedenen Töne. Also die hätte ich jetzt tatsächlich auch als Face-Palette nehmen können. Ich überlege tatsächlich, mir so ein bisschen den Blush auch noch ein bisschen drüber zu geben, weil mir das zu dezent ist und das mache ich jetzt auch. Also nehme ich mir hier den Pinsel. Achso, du hast ja auch einen riesen Spiegel mit drin übrigens. Gut abklopfen und dann trage ich ihn mir auf. Oh ja. Ja, ich habe Blush. Weil gerade wenn man jetzt so einen warmen, knalligen Lidschattenlook hat, dann darf auch gerne mal ein bisschen Farbe in Form von Blush drauf. Ne? Und die Farbe ist auch toll. Also diese Face-Palette, die werde ich rauf und runter benutzen. Die ist richtig klasse. Aber jetzt tragen wir den Highlighter auf und da nehme ich, welchen nehme ich denn da? Das ist ja der Opal Highlighter, den habe ich auch echt in reger Verwendung in einer kleineren Verpackung, die bei mir im Badezimmer liegt. Und hier haben wir den Rose Quartz Highlighter und ich finde, der wird jetzt mega zu dem Look passen. Mega schön. Oh. Ja, ja, ist der nicht wundervoll, Leute? Oh, oh. Ich trage den auch nochmal hier oben unter der Augenbraue ein bisschen auf. Einfach, weil der noch einfach mehr Kabelme hat und wunderschön ist. Nasenspitze, Nasenrücken, ein bisschen zwischen den Augenbrauen, Kinn, Lippenherz. Und ich trage ihn mir jetzt auch noch als Inner Corner Highlight auf, weil ich den so toll finde, hier gerade so. Ach, schöner nasser Glow. Oh, der ist so, so schön. Mensch. Ich möchte ein Fullface mit diesem Highlighter machen. Er ist einfach hübsch. Ja, gefällt mir. Merkt man kaum, ne? Ja, tolle Palette. Oh, richtig geil, dass ich mir die geholt habe, weil, ne? Kommst du nicht so easy peasy an solche Paletten so günstig ran. Lippenstift. Da habe ich aus der This Is Me Collection den Lipstick 02 Happy. Das sieht echt aus wie ein Tampon, oder? Ja. Den habe ich, glaube ich, von der lieben Nathalie bekommen. Riecht angenehm nach Rose, sieht so geswatcht aus und kommt jetzt auf die Lippen. I like.
Ich finde es mega schön. Mir gefällt das richtig gut. Ist ein bisschen zu rosenholzlastig für den Look. Also das hätte wahrscheinlich eher so ein etwas braunerer Lippenstift für diesen Look sein können. Oder ein Lipgloss. Aber ich hatte ihn da. Ich wollte ihn verwenden. Und jetzt mache ich mir mal eben die Haare auf, mache mir Schmuck drum und bin sofort wieder da. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt Tutto Completi, der fertige Look mit Haare offen und Schmuck und keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich einfach ready rauszugehen. Keine Ahnung. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr tragbarer Look, den man ja auch ganz normal jetzt im Sommer tragen kann. Auf der Arbeit bin ich nicht so farbenfroh unterwegs, aber ich kann mir gut vorstellen, den einfach so am Wochenende zu tragen. Jetzt, heute ist Wochenende. Und ja, ich hoffe, dir hat meine kleine, aber feine Produktvorstellung und mein Get Ready With Me, wie auch immer, gefallen, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!